Liebe Zuschauer, ETFs erfreuen sich bei den Anlegern nach wie vor sehr hohe Beliebtheit. Welche ETFs sind aktuell besonders beliebt? Welche Strategien verfolgen die Anleger? Das kann man nun Sophia Wurm, ETF-Spezialistin bei der Commerzbank, erzählen. Ja, schön, dass du ein paar Minuten Zeit gefunden hast. Man muss sagen, das erste Quartal war durchaus holprig. Der DAX war zunächst mit dem Rekordhoch, dann aber eigentlich nur abwärtsgerichtete Notierungen. Wie haben die Anleger das erlebt? Wie haben sie daran partizipiert? Oder waren sie vielleicht eher alle verschreckt und haben die Flucht angetreten? Das kann man nicht sagen. Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, wir fokussieren uns ja nicht nur auf die Commerzbank-eigenen Produkte, sondern wirklich auf den gesamten ETF-Markt. Und da war es wirklich so, dass die Anleger in den ersten Monaten wirklich nochmal in ETFs investiert haben, schwerpunktmäßig sogar auch in Aktien-ETFs. Und sehr gefragt waren hierbei zum Beispiel weiterhin auch US-Aktien, die ja durchaus schon sehr weit gelaufen sind. Ansonsten waren auch europäische Aktien, jetzt nicht keine einzelnen Länder, aber Europa im Gesamten. Und was auch sehr stark gefragt war, waren die Schwellenländer. Also sowohl Südamerika als auch Asien waren bei den Anlegern weiterhin sehr, sehr gefragt. Und jetzt nochmal rückblicken, weil Sie haben auch gesagt, die Kurse sind gefallen. Das ist richtig. Das hat insbesondere dazu geführt, dass die Zuflüsse, die wir am Anfang des Jahres in Europa gesehen haben, dass die zum Teil wieder zurückgekommen sind. Also dass die Anleger diese Position wieder verkauft haben. Aber insbesondere das Engagement in den Schwellenländern haben sie behalten. Und wenn man sich die Performance anschaut, muss man sagen, auch zu Recht. Der schwelende Handelskrieg zwischen China und den USA ist natürlich durchaus ein großes Thema am Markt. Momentan ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, andere politische Probleme, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz sorgt es bei den Anlegern für eine Verunsicherung. Man sagt, da wird jetzt eine Währungsabsicherung vorgenommen. Man hat Sorge, was den US-Dollar betrifft, oder ist das auch hier eher eine Randerscheinung? Nein, das ist keine Randerscheinung. Also die US-Dollar-Schwäche, die ist ja jetzt durchaus schon ein paar Monate am Markt aktiv. Und man muss auch sehen, dass das hat jetzt nicht nur was mit dem Handelskrieg zu tun, das war im Endeffekt schon davor auch, hat der Dollar sich deutlich abgewertet, weil die Zinsen nicht ganz so schnell gestiegen sind, wie man das erwartet hat, etc. Gleichzeitig hat die EZB gesagt, dass sie sich durchaus vorstellen kann, auch mal wieder die Zinsen anzuheben. Insofern muss man sehen, der Dollar ist schon eine ganze Zeit schwach und darauf reagieren die Anleger natürlich und sichern durchaus auch die Produkte dann ab. Ja. Ja, Dividendenstrategien, ein wichtiges Thema natürlich. Es gibt so gut wie keine Zinsen mehr, dementsprechend Dividenden quasi als der neue Zins. Welche Rolle spielen Dividenden-ETFs aktuell? Gut, das ist natürlich jetzt gerade in Europa läuft ja die Dividendensaison. Insofern ist das jetzt natürlich schon ein großes Thema. Und natürlich auch gerade die, sagen wir mal, etwas unsicheren Anleger fokussieren sich natürlich auch eher auf defensive Strategien. Und da ist es eben natürlich auch so, dass es gerade in Europa gibt es eben auch verschiedene Ansätze, wo man zum Beispiel auch nur in der Eurozone dann auf Dividendenaristokraten zum Beispiel setzen kann, also Aktien, die wirklich über 10 Jahre konstant eine Dividende gezahlt haben. Oder eben auch auf einen anderen Ansatz, Eurostock Select Dividend 30 ist dann noch ein Stichwort, wo wirklich aufgrund der Höhe der Dividendenrendite, der erwarteten Dividendenrendite entschieden wird, welche Unternehmen in den Index aufgenommen werden. Das ist halt ganz interessant, weil dann nicht nach der Marktkapitalisierung gewichtet wird, sondern eben nach der Dividendenrendite, sodass da eben auch viele Nebenwerte dabei sind, die ja historisch betrachtet durchaus eine bessere Performance haben als die großen Standardwerte. Das haben wir gerade gehört, defensive Werte, defensive ETFs. Welche Strategien gibt es noch, wenn man sagt, man setzt jetzt nicht auf die Dividendenwerte, ist aber sonst vielleicht so ein bisschen risikoscheuer unterwegs? Was ist da am Markt zu beobachten? Es gibt auch durchaus noch Strategien, die wirklich darauf setzen, eine geringere Schwankungsbreite abzudecken, als es sonst am Markt zu finden ist. Das nennt sich dann Low Volatility oder Minimum Volatility. Da versuchen die Anbieter wirklich auf Aktien zu setzen, die eine geringere Schwankungsbreite historisch aufgewiesen haben. Da muss man sehen, wenn man sich das anschaut, seit Mitte Januar, seitdem der DAX oder auch der Eurostox ihre Höchstkurse erreicht haben für dieses Jahr bisher, haben diese Indizes, sagen wir mal, so 2% weniger verloren, aber sie haben natürlich trotzdem verloren. Es bleibt ein Aktieninvestment, das muss man schon sehen, mit geringerer Schwankung, geringerem Risiko, aber es bleibt ein Aktieninvestment. Also defensive Strategien gibt es für die Anleger, die ein bisschen vorsichtiger unterwegs sind. Dividenden natürlich aktuell ein ganz großes Thema mit der Dividendensaison. Wir haben gesagt, Währungsabsicherung ist wichtig. Welche Themen sind sonst noch am Markt zu sehen aktuell? Also das mit der Währungsabsicherung ist eigentlich ganz interessant. Das zieht sich auch über die verschiedenen Assetklassen hinweg. Also zum Beispiel Rohstoffe sind im Moment natürlich auch ein Thema. Der Ölpreis ist ja auch wieder deutlich gestiegen in den letzten Wochen. Die Anleger setzen aber jetzt gerade auch in Zeiten der Unsicherheit viel natürlich auch auf Edelmetalle, Gold und Silber. Aber auch da muss man sehen, in Gold und Silber, aber vor allem auch in den breiten Indizes, wo verschiedene Rohstoffe enthalten sind, setzen die Anleger wirklich auf währungsgesicherte Varianten. Die meisten Rohstoffe sind ja in US-Dollar notiert und da sagen die Anleger wirklich, ja, ich möchte in Rohstoffe investieren, aber im Moment möchte ich nicht das Risiko des US-Dollars nehmen. Ja, liebe Zuschauer, soweit unsere ETF-Expertin Sophia Wurm hier bei Börse Stuttgart TV mit einem aktuellen Blick auf den ETF-Markt. Was beschäftigt die Anleger? Welche Trends sind zu beobachten? Und ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.